Hallo zusammen, ich bin die Steffi, ich bin gelernte Zerspannungsmechanikerin, arbeite erst seit kurzem bei der Firma Lothar Walter, bin hier eingesetzt beim Tieflochbohren und werde heute euch ein paar Kleinigkeiten zeigen. Jetzt kommt ihr mal mit und dann zeige ich euch das Faszinierende an den Bohrern. So, jetzt sind wir hier bei den Bohrern und das Faszinierende an den Bohrern ist, mit denen wir hier arbeiten, ein normaler Spiralbohrer, der schafft nur das Zehnfache von seinem Durchmesser. Das heißt, wenn ich einen 10er Bohrer habe, der schafft nur 100 mm Tiefe. Bei unseren Bohrern ist es, die schaffen das 150-fache von ihrem Durchmesser. Das heißt, wenn ich einen Bohrer 4,5 mm habe, der schafft 675 mm Tiefe. Und das finde ich sehr faszinierend. Und hier habe ich euch Beispiele hergerichtet. Das sind sehr, sehr feine Bohrer. Und dass die Bohrer alle miteinander funktionieren, dass die Teile präzise rauskommen, muss die Maschine und das Werkzeug perfekt miteinander übereinstimmen und vorbereitet sein. Also jetzt sind wir hier beim Bohren und jetzt seht ihr hier den kleinen Abstand. Das wird dann gleich zentriert, wenn ich Start drücke. Und dann zeige ich euch das einfach mal. Augen darauf und los geht's. So, jetzt ist das Ganze geklemmt und wenn ich die Maschine jetzt noch einmal auf Start drücke, dann fahren die Bohrer ganz präzise langsam rein, bis sie hinten rauskommen. Und das Faszinierende an den Bohrern ist auch, die sind von innen mit Öl gekühlt, dass die Späne einfach nach hinten abgetrieben werden. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ich euch heute gezeigt und erklärt habe. Viel Spaß bei den anderen Videos!